würdigster Herr Probst, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Sie zur heutigen Ausstellungseröffnung begrüßen. Was sind Fastenkrippen überhaupt? Ähnlich wie Weihnachtskrippen sind sie Figurendarstellungen vom Leiden, vom Sterben und von der Auferstehung unseres Herrn. Diese Krippen sind kaum bekannt. Unser Ziel war und ist es, diese Raritäten zu präsentieren. Und dazu kam eine kleine volkskundliche Sensation. In den 1970er Jahren hat ein Volkskundesammler, Dr. Werner Galler, in Eckenburg eine Fasten-Osterkrippe gekauft am Flohmarkt. Und diese Krippe ist aus Papier. Eine Rosa Engel hat sie 1851 gemacht. Sie hat sich auf der Rückseite ihrer Krippe verewigt und auch den Jahreszahl dazu geschrieben. Und wir können sie ab heute erstmals in Eckenburg für einige Zeit zeigen. Fastenkrippen, Passionskrippen, manchmal auch Osterkrippen genannt, werden krippenartige Darstellungen aus der Leidensgeschichte Christi bezeichnet. In romanischen Ländern kannte man diese krippenartigen Passionsdarstellungen schon im 17. Jahrhundert. Spanien hatte dafür sogar den speziellen Ausdruck Calvarios geprägt. Ich gratuliere Ihnen auch zu diesem Haus, zu diesem Museum. Es ist wirklich ein Vorzeigeobjekt und ich bin kurz durchgegangen. Es ist wirklich großartig betreut und ein sehr spannendes Haus. Ich habe mich gefragt bei der Überlegung für den heutigen Abend, wie müssten denn heutige Fastenkrippen ausschauen? Ich denke jetzt Fastenkrippen für Smartphone und Handys. Die gibt es übrigens schon. Ja? Wer das will, bekommt täglich digital vermittelt eine Fastenbotschaft von Papst Franziskus. Jeden Tag eine kurze Botschaft. Auch das halte ich für eine neue, moderne Form von Fastenkrippen. In diesem kleinen, aber wohlfeil geschmückten Raum befindet sich die Sonderausstellung. Diese Fastenkrippe oder Passionskrippe, eigentlich Passion ist es nicht. Es ist der Höhepunkt der Passion, nur dargestellt, die Kreuzigung Christi. Sie sehen hier Kreuznägel, sogar mit Verbriefungen, dass sie echt sind. Ich weiß nicht, wie viele tausend Kreuznägel es gibt. Auf der hinteren Seite haben Sie links diese Steckfigur des Kaiphas, Kaiaphas. Dann Moses, was macht der Moses in der Kreuzigung? Es ist ein Hinweis, denn was trägt er die Gesetzestafel? Das Gesetz gilt weiter, nur es ist ein neuer Bund. Dann auch wieder der Schwamm mit Essig, die Lanze, die Zange, den Hammer und die Kreuznägel in der Hand. Und die rechte Figur hat die Säule wieder, an der Christus angekettet war. Und die wahre Ikone, Veronika, das Schweißtuch. Es war Tradition der Habsburger Herrscher, dass man 12 alten Männern, später auch Frauen, die Füße gewaschen hat. Erhalten haben sich in den meisten Fällen nur die Fußwaschungsbecher. Was sieht man darauf? Den Doppeladler, oben die volle, natürlich nur in den Initialen, Inschrift des Herrschers. Vom Namen, welcher König, welcher Fürst war und dergleichen mehr und darunter die Jahreszahl. Und wir wissen, dank Burkhard Gaspar, der das im Heimatbuch über Grafenberg zusammengefasst hat, dass im Jahr 1911 die Strahlerin Anna Fiedler mit 92 Jahren
zu Franz Josef gebeten wurde. Und er hat ihr die Füße gewaschen.